Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Uncharted 4. Und ja, ich weiß nicht, welcher Part es ist. Auf jeden Fall machen wir heute weiter. Wir sind letztes Mal hier stehen geblieben. Wir wussten nicht, wie wir hier rüberkommen. Und wahrscheinlich kommen wir auch hier nicht rüber, sondern es gibt irgendwo einen anderen Weg. Wie man in Uncharted immer... Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Wenn das jetzt der Weg ist, es war so offensichtlich, ne? Guck mal da, wie schön das aussieht. Man sieht, die Texturen sind nicht, also dort dieses Grüne an dem Berg ist nicht so gut, aber trotzdem, es sieht einfach trotzdem so schön aus einfach. So. Und man meint, wie weit wir uns fortbewegt haben, weil am Anfang von dieser Insel, wo wir waren, waren wir, gut, das sieht man jetzt nicht, aber ganz irgendwo dort hinten, weil den Berg haben wir nur noch von Weitem weg gesehen. Jetzt sind wir eigentlich näher dran. So. Okay, dort, das könnte tödlich sein. Ah, hier. Ja. Das wusste ich, wenn hier so ein Gras kommt, dann wusste ich, als ob noch ein Sniper. Ich würde gern schießen, aber ich glaube, das sind zu viele. Ich dachte was. Warte, ich mach bis lauter. Obwohl. Hä, wie markiert man nochmal? Achso, ich glaube das hier. Genau so markiert man. Okay, okay, alles gut. Und dann weiß ich auch, wo die längs gehen. Okay. Gibt's noch jemanden? Es gibt sicher noch welche. Ich mach mal vielleicht ein bisschen leiser, weil es kommt vielleicht gleich zur Schießerei. So. Ich will bitte nicht runterrutschen. Ja, das ist genau das, was ich nicht will. Okay, dann bin ich aber hier. Ist auch was Positives. Okay, wenn der nicht guckt, kann ich hier den ausschalten. Okay, kann ich hier den hier ausschalten? Okay, ich dachte jetzt schon, der hat's gesehen. Darf ich hier rauf oder kann ich hier rauf? Das würde mich mal hier... Ach, jetzt geht er wieder weg, ne? Ach, du Scheiße. Wie hat der Typ mich nicht... Der zielt auf ihn, ne? Er hat dort noch einer. Ja, komm an die Kante ruhig. Komm ruhig an die Kante. Komm, komm, komm. Oh nein. Ich will nicht, dass es... Okay, warte. Machen wir halt eine Mission lautlos. Was heißt eine Mission? Eine Schießerei halt lautlos. So, der Sniper, der ärgert mich ein bisschen. Der ist nicht ganz so nett, glaube ich. Okay, komm jetzt hier runter. Ich meine, es dauert ja auch dafür immer länger, wenn man sie lautlos eliminiert. Komm, weißt du was? Oh nein. Nein, 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 nein. Wow, 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 okay, falsche Idee. Wir werden... Ja, tot. Okay, ja, das war vielleicht eine falsche Idee. Da waren noch ein paar zu viele. Oh nein, jetzt muss ich hier alles von vorne hier. Das kann es nicht wahr sein, oder? Alles von vorne. Ja, hier, der Typ lebt auch wieder. Ah, ich weiß ja nicht. Ja, komm ins Gras. So. Nimm jetzt seine Associate Copperhead. Ist gut. Von ihr? Achso, die suchen jetzt meine Frau. Ja, komm zur Kante, mein Freund. So, der andere Typ war, der checkt eh nichts andere, also komme ich hier wieder runter. So, ich muss jetzt hier runter. Ja, ich weiß ja nicht, wo längs jetzt. Ne? So, gehe jetzt hier hoch. Diese Route haben auch, vielleicht sollten wir eine andere. Einfach auf den Sniper, weil der hat mir am meisten gegeben, oder? Jawohl, der Sniper ist tot.
Jetzt haben wir nicht das Fass genutzt. Oh Gott. Okay. Alter, was hat der denn hier? Headshot. Jetzt haben wir halt nicht das Fass genutzt für den einen. Wo ist der Typ oder ist es oder lebt er nicht mehr? Ah, der da oben lebt noch. Jawohl, er ist tot, er ist tot. Okay. Ich glaube, das war's. Oh mein Gott. Alter Schwede, das war wieder heftig, ne? Einmal gestorben. Und ich würde gerne wissen, was der Typ für eine Waffe hat hier. Der hier. Ich dachte schon, ich dachte schon, der Typ hat so eine, keine Ahnung, wie soll ich sagen, so, ich dachte schon, irgendwie so eine MG-Geschütz kommt oder so. Aber nee, achso, das war das Auto, ups. Na komm, Alter. Hey, siehst du einen Weg raus? Flussabwärts, bei den Pillen ist eine Öffnung. Flussabwärts, sagst du, oh Gott. Ich kenne mich halt auch nicht mit Flussabwärts oder so auf, um echt zu sein. Ich komme mich aber nicht durch. Hier? Auf deine Verantwortung. Oh Gott. Nee, ich komme mich halt nicht durch. Wow, ich bugge ja richtig da drin. Okay, dann fahre ich einfach hier durch, weil hier sieht es auch richtig aus. Ja, hier sieht es richtig aus. Wow, sieh dir den Aufzug an. Der ist riesig. Ja, nur Devin ist dann wohl da oben. Dann nichts wie hoch. Ich würde aber gerne noch mal gucken, ob dort ein Schatz ist. Ja, weißt du was, ich guck noch mal schnell. Du kannst drin bleiben. Aber Schatz, ach so. Das hier der. Ach, toll. Ein bisschen umsonst gegangen. Vorsicht! Alle Fragekette. Wieso will Rafe Adler Averys Schatz? Das Geld braucht er ja wohl nicht. Er will den Ruhm. Er will keiner sein, der nur durch sein Erbe reich geworden ist. Davonlaufen gibt es wenig. Tja, Rafe und Shoreline passen gut zusammen. Er braucht ihre Kampfkraft, sie sein Geld. Sehen Sie das? Wir sind noch gut ausgerüstet. Shoreline war in Bürgerkriege verwickelt, die nicht so gut ausgerüstet sind. Nadine hat Daddy's Schlamassel geerbt. Sie hofft bestimmt, hiermit wieder groß rauszukommen. Okay, meine Frau kennt also Nadine gut. Ja, fahren wir nochmal hier hin. Hier gibt es auch keinen Schatz, ne? Ey, ganz ehrlich, ich hoffe die ganze Zeit wieder auf einen Schatz. Aber ich habe lange keinen Schatz mehr gefunden. So, dann fahren wir mal hier durch. Oh Gott. So weit, so gut. Weiter flussaufwärts. Darüber könntest du doch einen super Artikel schreiben. Ach, flussaufwärts. Ich dachte dort flussabwärts. Du könntest ja Fotos machen. Kam aber nicht dabei. So ein Pech aber auch. Ja, das stimmt. Komm, wir fahren wir mal hier lang. Oh, hier sieht es schön aus. Die Blumen und so. Warum ist Sam nicht direkt zu dir gekommen? Nachdem Rafe ihn befreit hat. Ich glaube, er wollte alles wissen, was Rafe zu ihm beispielsweise hat. Und er brauchte Zeit, um sich diese Alcazar-Geschichte auszudenken. Hat sich nur mal nachgeforscht. Komm jetzt. Power! Jawohl, haben wir sogar geschafft. Hätte ich nicht gedacht, was Küche ist da aufzu. Verrückte Vorricht. Würde sogar das Auto reinpassen. Dann hoffen wir mal, dass der auch geht. Ich meine, wo Piraten gelebt haben, gab es nicht ein einziges Auto. Gab es nicht mal dieses Auto mit drei Rädern. Wozu? Ich verstehe, egal.
Ich will gar nicht mehr fragen. Hierhin? Ja, wahrscheinlich, weil hier daneben macht es keinen Sinn. Hallo? Leute? Mein Controller ist irgendwie aus. Ja, gut, Leute. Ja, okay, gut. Ja, der Controller hat sich ausgeschlossen. Aber egal, Leute. Das war's eben mit dem Part. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.